nächsten digitalen Verfeinerungsschritt geht es darum, wirklich definitiv durch Linien einen definierten Körper zu erschaffen, der auch wirklich stimmt, und auch komplizierte Bereiche, die etwas mehr Arbeit erfordern, wie zum Beispiel Hände oder Füße, dergestalt zu designen, dass es auch wirklich nachher praktisch nur noch ums Ankleiden und nur noch ums Design geht. Ich baue mir praktisch eine sehr genaue Grundlage, auf der ich später perfekt arbeiten kann. Wie gehabt, ist es nun so, dass ich meine Strichebene in der Deckkraft reduziere, mit diesem Regler. Upsala. Richtige Ebene anwählen hilft. Wiederum, dass ich sie kaum noch mehr erkennen kann. Ich wähle meinen Standardpinsel aus. 100% Deckkraft, 100% Fluss. Und diesmal traue ich mich wirklich näher ran. Es ist so, dass ich schon jetzt im Hinterkopf habe, Striche zu zeichnen, mit einem kleineren Pinsel natürlich, die nicht mehr sofort weggradiert werden sollten. Natürlich, und das ist sehr wichtig, das betone ich auch wieder, es ist so, dass ihr flexibel sein solltet. Ihr solltet immer daran denken, hey, ich werde wahrscheinlich meine Figur verändern. Bis zum letzten Moment ist es durchaus möglich. Allerdings immer mit der Denke, je weiter ihr das Bild voranschreitet, es sollte immer definitiver werden in eurer Aussage. Sozusagen das Problem bei Digital Art, dass ich immer wieder einen Schritt zurückgehen kann, ist und bleibt eure Geißel hierbei. Allerdings ist es so, dass ihr euch nicht zu schade sein solltet, auch wirklich Sachen zu machen, hey, das würde jetzt wirklich wehtun, das wegzuradieren. Aber wiederum immer im Hinterkopf zu haben, ich kann es wegradieren. Und ich kann vielleicht auch Modifikationen oder Veränderungen einfügen in Photoshop, die es nicht ganz so schmerzhaft machen. Natürlich muss ich dann meine neue Ebene auf volle Deckkraft stellen. Und dementsprechend dauert es jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Versuche den Verlauf der Muskeln so korrekt wie möglich darzustellen. Immer wieder wichtig ist das Rauszoomen, um alles im Gesamtzusammenhang zu sehen. Momentan ist es noch nicht ganz so kritisch. Ein Problem ist das zu nahe Heranzoomen. Natürlich ist es sehr verlockend, so extrem an ein Bild heranzoomen zu können. Es wäre ungefähr so, als würdet ihr mit eurer Nasenspritze auf dem Papier liegen. Das ist zu übertrieben. Ihr solltet immer so viel Überblick wie möglich haben. Ihr könnt natürlich auch in den Vollbildmodus wechseln, wie ich das am Anfang gesagt habe. Immer wieder den Rest des Bilds, wenn möglich, im Hinterkopf behalten. Es ist kein Problem, sich selbst praktisch Konstruktionsvorzeichnungen zu machen. In Photoshop kann ich radieren, was das Zeug hält. Es entstehen keine Radierkrümel oder sonstiges. Das heißt, ich kann mir auch innerhalb meiner relativ feinen Zeichnung Hilfslinien und Konstruktionslinien machen, weil ich weiß, ich werde sie nachher sowieso wegradieren. So kann ich mir zum Beispiel eine Hand besser und einfacher konstruieren. Wie ich sehe, sind die Finger jetzt ziemlich klumpig geworden. Auswahlwerkzeug. Transformieren. Das Ganze etwas größer. Das Ganze etwas verschieben. Schon passt es. Und die unpassenden Stellen wegradieren. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das jetzt auf einmal so hellgrau geworden ist. Sehr spannend. Tja, in diesem Fall nutze ich gleich die Chance, das Protokoll zu erklären. Das Protokoll zeigt mir praktisch alles, was ich jemals gemacht habe in Photoshop.
kann Schritte zurückgehen. Bis ich den Fehler gefunden habe. Wieder einklappen, um mehr Raum zu haben. Bei dir Gummi. Unebenheiten wegradieren. Pinsel B, um wieder zurückzukehren in den Zeichenmodus. Wenn ich denke, dass ich die Anatomie verändern möchte, bin ich natürlich auch in dieser Phase frei. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Um große Striche zu zeichnen, sollte ich natürlich rausgehen. Um es mir zu erleichtern, am besten noch die ganze Bildfläche drehen. Wie zum Beispiel die Kante des Oberschenkels hier. Einfach aus dem Grunde, dass eine... Ich mache das mal wieder rückgängig. Wir benutzen das Protokoll. Dass eine schnelle, in einem Schwung gezogene Linie einfach authentischer und dynamischer wirkt als der Pseudo-Künstlerstrich, wie ich ihn immer nenne. Natürlich kann ich auch an einigen Stellen Dynamik erzeugen, indem ich ein paar Bereiche betone. Strich. Füße sehen so komisch aus, weil ich möchte, dass sie hohe Stiefel hat am Ende. Also deute ich die Zehen praktisch nur an. Die Ferse wäre praktisch hier. Diese Bauchkontur sieht noch ein bisschen pummelig aus. Ich brauche mal für mich selbst eine Hilfslinie. Da ja hier diese Überlappung stattfindet.
Ich merke, dass die Hand mir immer noch nicht so richtig gefällt. Alles kein Problem. Es fehlt irgendwie eine perspektivische Verkürzung, habe ich den Eindruck. Also wähle ich nur die Fingerchen aus. Ja, das sieht ja schon viel besser aus. Der Arm ist noch ein bisschen dick. Das werde ich nachher irgendwie fein. Hüftknochen ein bisschen andeuten. Brüste. Eine gute Freundin von mir, auch Zeichnerin, hat ein einmaliges Brust-Tutorial im Internet veröffentlicht. Und sie warnt davor, vor die sogenannten Fußballbrüsten. Nämlich der hier. Mag vielleicht eine Nerdfantasie sein, ist aber leider in den wenigsten Fällen wirklich vorhanden. Also lieber und besser den vernünftigen und natürlichen Verlauf von Brüsten folgen, anstatt sie später Ärger einzuhandeln. Ich glaube, ich werde den Armverlauf noch ein bisschen ändern. Ich finde es sehr künstlich und sehr steif irgendwie, das Armgelenk. Na, ruhig eine Überlappung. Vielleicht verdeckt sie sich sogar selbst ein bisschen. Hier möchte ich das, dass sie dann später eine riesige Laserpistole hält. Schon ein bisschen angedeutet, die Hand. Ein Finger am Abzug. Das sieht nicht gut aus. Und die anderen Klammern. Griff. Immer wieder die Zeichnung säubern. Schließlich handelt es sich jetzt schon langsam nicht mehr um eine Vorzeichnung, sondern etwas, was wir später als unsere Basic-Zeichnung übernehmen wollen. Schlüsselbein. Hals. Im Gesicht entscheide ich mich tatsächlich noch ein bisschen näher ran zu zoomen. Und irgendwie finde ich es gerade doof, dass sie irgendwie so ein bisschen idiotisch in die Ferne guckt. Obwohl es schon was Lustiges hätte. Ich möchte den Kopf wirklich komplett verändern und ich möchte, dass ihr uns einfach anschaut. Vielleicht auch so ein bisschen was Verruchtes hat. Dazu erstmal Kopfform etablieren. Das sieht schon ganz gut aus. Wie gesagt, ich darf auch weiterhin Vorzeichnungen machen. Ich sollte sie halt nur wegradieren, wenn ich nicht hunderte Layer haben möchte. Nase andeuten. Augen andeuten.
mehr Lippen haben sollte als im Original. Ein verschmitztes Lächeln noch. Erstmal, um zu zeigen, dass da ein Gesicht drin ist. Ich merke irgendwie, dass sie ein bisschen seltsam dasteht, wenn ich alles rauszoome, und ich merke auch, dass ein paar anatomische Details nicht stimmen. Auf der einen Seite hat sie dieses riesige Bein, was okay ist, man darf übertreiben. Auf der anderen Seite merke ich, dass sie irgendwie doch ein bisschen seltsam pummelig aussieht. Bevor ich den nächsten Schritt mit Photoshop und Korrigierungsmöglichkeiten einleite, erstmal speichern. Ich dupliziere zur Sicherheit, bevor ich den nächsten Schritt gehe, auch noch meine Ebene. Und diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen sind deswegen, weil mit dem nächsten Tool, was mir Photoshop bietet, es leider auch häufig zu Abstürzen kommt. Wie ihr seht, ist die Dame komplett nur auf grauem Hintergrund bzw. transparent. Was okay ist, denn wir brauchen diesen transparenten Zustand, anders funktioniert es nicht. Und zwar begeben wir uns in den Modus Bild, Bearbeiten und Formgitter. Das Formgitter erschafft mir ein transparentes Netz, was ich auch einblenden kann, was mir eine flexible Biegung meiner Figur ermöglicht. Ich muss halt nur sogenannte Joints, also Festhaltepunkte, nicht die Dinger zum Rauchen, einbetten, damit meine Figur an bestimmten Stellen kleben bleibt und ich die anderen Elemente biegen kann. Das sind meistens die Stellen, an denen auch in echt Joints Gelenke sich befinden. Um Photoshop zu sagen, dass meine Figur auch Volumen hat und nicht nur aus Linien besteht, muss ich sie vorher grob auswählen. Nicht perfekt, aber schon relativ nah am Original bleiben. Mit dem Auswahl-Lasso-Werkzeug die äußere Kontur umfahren. Und die Bereiche, die ich nicht haben möchte, mit dem Subtrahieren-Modus wieder abziehen. Vielleicht auch noch ein bisschen genauer die Kontur bearbeiten, sodass wirklich nur das, was ich verändern will, veränderbar ist. Wenn euer Gitter jetzt so aussieht, könnt ihr an bestimmten Punkten eure Joints setzen, indem ihr einfach hier draufklickt. Die wichtigsten dürfen ausreichen. Kopf auch. Und dann, wenn ihr drüber schwebt, könnt ihr einfach Stellen verändern. Und der Rest ändert sich dementsprechend mit. Das ist natürlich Schlangenfrau-Modifikation. Kleinere Änderungen sind äußerst effektiv, somit durchzuführen. Ich möchte zum Beispiel, dass die Hüfte ein wenig höher sitzt. Wunderbar. Ich möchte, dass der Unterarm auch ein bisschen höher sitzt. Und die Schulter sollte ihre Position auch verändern. Wie ihr seht, schwingt alles andere korrekt mit. Ein bisschen schlanker soll sie sein. So gefällt mir die Pose schon wesentlich mehr. So werde ich den Rest meiner Figur ausarbeiten, bis ich eine Strichzeichnung erreicht habe, die meinen Anforderungen genügt und mir zeigt, hey, jetzt kann ich darauf weiterarbeiten.